Jawohl, hallo Leute. Und schwer zu erkennen, bin ich im richtigen Raum und der Frosch attackiert mich auch schon gleich. Uah. Ich hab's geschafft. Ich hab hier reingefunden. Und gebe ihm erstmal die volle Breitseite mit der Schmiergelklinge. Fürs Erste hat er genug. Holt seinen Freund. Das kennen wir ja alles noch vom Tempel. Treffer. Feuerpfeil. Keine Ahnung, ob es effektiver ist als ein normaler Pfeil. Auf jeden Fall soll das scheiß Vieh brennen. Gehst du da rein? Gott, oh Gott. So. Brenne, du Ratte. So, damit haben wir auch den letzten Frosch mehr oder weniger befreit. Da ist er, Don Geros Maske. Na, Don Gero, na, alles fit. Im Sommer treffen wir uns wieder, ist klar. Gut. Also hier war übrigens der Raum, für alle, die es noch erinnern. Gerade da mit dem Teil hochfliegen und dann hier die einzelne Balustrade. Jo. Dann werde ich mich mal wohl auch weiter aufmachen. Erstmal hier raus. Oh, ich habe noch viel zu tun. Ach du Scheiße. Eingang vom Tempel. Ich will den Boss ja noch machen, damit ich das... Insta-Bumster machen kann. Sag mir, wie heißt's? Ja, das Wettschießen mit der Hexe. Das habt ihr ja noch gar nicht gesehen. Dann muss ich noch den Goat wieder besiegen, den zweiten Boss von den Goronen, damit Frühling wird und Sommer und Kack und weiter und so fort. Ja. Gut. Da sind wir auch gleich schon beim Chef. Na, mit der Schmiergelklinge müsste der jetzt wesentlich schneller gehen. Da ist er. Hühnerschrecker. Oh, Dolva. Mal gucken, ob das was wird. Jawohl. Okay. Dass es jetzt so schnell ging, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Anscheinend habe ich mit dem Pfeil gut getroffen. Der war übelst lange im Eimer. Ja, wie wär's noch mit einem Herzteil? Schade. Oder Container. So. Das kennen wir. Bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Na gut, das kennen wir ja. Wir treffen uns am Sumpf-Infocenter wieder. Bis denn. So, hallo. Da sind wir auch wieder am Sumpf-Infocenter. Und es war mir so klar. Ich musste natürlich zuerst nochmal die alte Hexe da retten. In den Sümpfen. Das habe ich ja während eurer Abwesenheit dann schnell erledigt. Schnell ist relativ. Nochmals herzlichen Dank für deine Hilfe, Freifahrt. Es sieht so aus, als wäre der Sumpf entgiftet worden. Warum probierst du nicht was Interessantes aus? Aha, jetzt kommen wir der Sache näher. Ein Spielchen gefällig. Ich fliege auf meinem Besen herum und du versuchst, das Ziel zu treffen. Spaßig? Probieren? Klar! Genau. Ich hätte es nicht besser sagen können. Aber lass mich erklären, du zielst nicht auf mich, sondern auf das Ziel. Triffst du mich, werde ich sauer. Bla. Moment. Da müssen wir erstmal. Wow. Option, Controller, Plugin. Ha, 50% mal weiß ja nie. So, ich speichere das Ganze dann hier auch nochmal.
Und wir machen weiter. Los geht's. Da ist auch schon. Ey, jo. Ziel Nummer 1. Oh Gott, bin ich... Gut. Ja, Entschuldigung. Hoppla. Oh, Leute. Oh, das wird aber schwer. Oh, Leute, das wird verdammt schwer. Wo ist denn jetzt die... Hallo, Hexe? Ey! Boah. Boah. Fuck. Das ist schwer. Ja, Entschuldigung. Boah, du meine Güte. Gib doch noch weiter weg, du volle Zippe. Ah, die soll ich jetzt nicht so anstellen, ehrlich. Ups. Na, komm schon. Geil, wenn ich was sehen würde. Ich weiß auch gar nicht, wie viel man treffen muss. So, also ich habe 31 Treffer. Und 4-5 mal die Hexe. 31 nicht übel, wenn man bedenkt. Nun gut, wie versprochen, hier nimm dies. Leute, ein Herzteil. Geilo. War das nicht spaßig? Ja, hat Spaß gemacht, auf dich zu ballern, du olle Zippe. Gut, ich muss mit den Prozenten wieder höher, sonst trippelt mein Link so komisch. Gut. Ab zu Goat. Damit wir auch endlich... Don Geros Froschkonzert vervollständigen können. Peak Herbia. Ach du Scheiße, jetzt muss ich da wieder den ganzen Berg hochkraxeln. Oh verdammt. Das wird nicht einfach. Na ja, gut, ich melde mich wieder, wenn ich oben bin. So, Freunde, hier sind wir auch wieder. Bei Goat. Er wird jetzt erstmal in seine Schranken gewiesen. Ich versuche das hier so schnell wie möglich rumzubringen. Aber ich habe gedacht, den zeige ich euch nochmal. Nerven das Ratten hier. Turm wurde vergessen. So. Naja, ranschleichen kann man es ja nicht nennen, was ich hier mache. Na komm. Ich will ihn ja so anspringen, damit er zu Fall kommt. Dann mit dem Schwert bearbeiten. Ach, da hat er das letzte Mal nicht. Scheiße, Link. Voll. Jawoll, da liegt er. Jetzt gibt's den Rest. Mit Schmiergel. So, das war's, Freund. Also mit der Schmiergelklinge sind die alle relativ einfach. Und vor allem schnell zu besiegen. Bums. Ding, 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 ding. Ding. Ja.
Haus hier. Und bitte. Hier runter beamen bei Frühling. Und im nächsten Video zeige ich euch dann endlich, wie das mit den Fröschen hier ausschaut. Bis dann. Flaxi.